Hat sich wohl einfach einer stark gefühlt in dem Moment. Ja, ich brauche auf jeden Fall einen Dungeon. Ich stelle jetzt am besten schon mal einen Hammerer und einen Dungeon Master ein. Oh ja, ein Potter als Hammerer. Und ein Animal Caretaker als Dungeon Master. Den Animal Dissector und den Caretaker, bitte. Der Dungeon Master, der braucht auch wieder Sachen. Ja, sollten wir hinkriegen. Also gucken wir mal nach dem Animal Caretaker. Und ich dachte, der wäre nicht so leicht zu, nicht so schwer zu finden. Ah, der ist jetzt als Hammerer gekennzeichnet. Na komm. Sheriff. Und der andere. Ah, hier ist der Dungeon Master. Den nenne ich jetzt nicht Dungeon Master, das ist ein bisschen. Das ist mein Jailer. Gut. Ja, sobald sie hier das Lückending gefüllt haben, werde ich sie anweisen, sag's mir.
die Räume für den Dungeon Master auszugraben. Also erstmal hauptsächlich. Was ist jetzt? Petition. Quarzwurfs Guildhalle. Okay, dann hat das Vorrang jetzt erstmal. So. Naja, trinken läuft nicht so gut. Ich muss zugeben, das Ganze vorläuft gerade eher recht meh. So lala. Passt schon. Aber wie gesagt, mindestens bis zum nächsten Patch, zum großen, nächsten großen, was einige Improvements bringen sollte. Hoffe ich mal. Und ich glaube, ich muss die Potash-Produktion doch ein bisschen erhöhen. So. Ich habe die Felder einfach auch zu groß gemacht. So halb große Felder hätten gereicht. Die sind Sachen, die ich zum Einschmelzen deklariert habe, aber an die man gar nicht mehr rankommt, wirklich. Wie schön. Die sind hier fertig. Das heißt, sie graben jetzt gerade sehr schön die Halle aus. Zwei Statuen, fünf Tische, zehn Thrones. Statue. Rock Statue. Zwei. Table 5 Walkthrone 10. So. Gut.
Wenn das ausgegraben ist, schaffen wir die Steine weg, tun alles smoothen und platzieren. Oh, eine Tür brauchen wir auch noch. Die kann ich aber direkt in Auftrag geben. Door. So. Das alles weg. Das alles buchen. Dankeschön. So, dann können wir als nächstes das Zimmer von unserem Dungeon Master planen. Von unserem Jailer planen. So. Und direkt gegenüber das Esszimmer. Das ist etwas, was wir das nächste Mal auch besser machen werden. Da werden wir nämlich alle Dinger nach diesem Vorbild hier bauen. Vielleicht nicht ganz so groß, ein bisschen kleiner. Also sagen wir das Esszimmer so. Tür, Gang. Hier das Arbeitszimmer. Brauchen wahrscheinlich nicht mal so die Breite. So reicht auch vollkommen. Und dann hier kleineres Schlafzimmer. Also etwas kleiner. Was wir natürlich auch machen könnten, ist es genau andersrum bauen. Also sagen wir hier so Schlafzimmer. Esszimmer, Arbeitszimmer. Das Schlafzimmer können wir auch nur so breit machen. Dann passt nämlich hier Tisch und Stuhl hin. Hier also Tisch und Stühle fürs Esszimmer. Tisch und Stuhl und von mir aus Armor Rack und Weapon Rack fürs Arbeitszimmer. Bett. Also Bett. Oder man macht hier draus das Schlafzimmer. Muss ja nicht so riesig groß sein wie das Ding hier. Also mit Bett, Koffer, Cabinet und einer Statue. Baut dann hier das Esszimmer hin. Also hier das Esszimmer, hier eine Statue oder das Weapon Rack und das Armor Rack hier hin. Und man packt von vornherein zwei Koffer hier rein, also Bed, Cabinet, Koffer. Arbeitszimmer mit Tischstuhl, Statue. Esszimmer mit Weapon Rack und Armor Rack. Ja, das würde dann passen. Werden alle Bedürfnisse erfüllt und das
Zimmer wäre nicht so groß. Weil gerade das Arbeitszimmer ist ein bisschen groß geraten und auch das Schlafzimmer. Oh, da seid ihr fertig mit dem Smoothen, dann könnt ihr auch gleich in Grey. So, und das sollte ausreichen für hier. Und ja, hier unten fangen wir auch mal an. Mit unserem Dungeon. Können wir ruhig einen schmäler machen. Eins. Das sind 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal 7. Wir könnten hier sogar so Zellen einfügen. Zellen einfügen. Warte mal kurz Pause. So, Zellen einfügen. Oh Gott, der X-Bow-Leader hat ein Tantrum. Das ist nicht gut. Ich war nah an einer Tür, sie ist interessant. Haggard. Okay, Hort. Okay, gib mir nochmal den X-Bow-Leader. Okay, hat gerade No Job. Er ist auch unser einziger schlecht gelaunter Zwerg im Augenblick, gell? Ja. Ich glaube. Nein, das wollte ich nicht. Ich glaube, wir tun dem mal ein bisschen in Gefallen, indem wir das Schedule auf.
Ach, die sind schon auf Off-Duty. Ach so, stimmt, weil ich sie aus Versehen resettet habe. Ja, mach mal Monthly Orders wieder rein.